Nice. Wo gehen wir zuerst hin? Gehen wir erst hier rein. Drittes Rad. Okay. Wir haben da auch noch eins. Okay. Erstmal machen wir das hier auf. Ich kann mir schon vorstellen, wie das funktioniert. Ja. Wir machen das hier auf. Stellen das dahin. Dann machen wir das hier auf. Und dann holen wir uns das hier. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon das Problem. Okay. Sollen das actually bloß mit drei Lasern klären? Zwei Lasern klären. Oh, ups. Ups. Da drüben noch was? Nicht wirklich. Okay. Ja, man merkt es schon. Hier fängt es so ein bisschen an, holprig zu werden bei mir. Könnten wir das denn hinstellen, dass es uns nicht im Weg steht? Pass auf, ich mach erstmal die Tür auf. Vielleicht ist da ja noch was. Erstmal die Tür aufmachen. Erstmal sich umschauen. Das ist erstmal wichtig. Ich hab den Laser hingeklickt, ups. Ups. Okay, was ist denn hier? Okay, wir brauchen definitiv einer der Teile hier. So, jetzt ist die Frage, wie schränken wir das ein? Also wir müssen den Winkel so halten. Anders geht das gar nicht, oder? Oder ist vielleicht da drin noch was? Nope, hier drin ist nichts. Okay. Das erste Rätsel, wo ich nachdenken muss, was ich nochmal machen muss. Weil es lange her ist. Kann man das vielleicht näher stellen? Was ist denn so die Max-Grenze? Das hier ist die Max-Grenze. Okay. Okay, und hier können wir die Max-Grenze einfach ignorieren. Nice. Okay. Gut. Wir mussten bloß die Grenzen etwas einschränken. Klingt ein bisschen falsch, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Über den Zaun. Ups. So. Das war über den Zaun. Nice. Ich weiß, für was wir den Einwurf benutzen. Frösche sind auch nur Menschen. Ich habe das Land ausgiebig bereist und ich habe ohne zu zögern, und ich kann ohne zu zögern sagen, dass das hier der schönste Fleck vor allem ist. Ja. Hast du versucht, den Laserstrand zu kreuzen?
Zack. Ah, ich weiß, was ich machen muss, stimmt. Ich erinnere mich wieder. Das können wir nämlich benutzen, um Kisten zu transportieren. Man kann nämlich auf Minen Kisten abstellen. Und dann können wir das hier jammen. Dann klettern wir hier hoch. An die ganzen Turrets vorbei. Wunderbar. Nice. Damit müssten wir alles haben. Hinfort. In der Zeit deiner Vorfahren gab es jene, die nicht den Pfad des Glaubens wählten. Du musst keine Angst vor ihren Geistern haben. Fürchte dich nur, dass du wie sie enden könntest. Ja, das ermutigt mich. Elo, das ermutigt mich. So. Damit haben wir Raum 1 abgeschlossen. Nice. Und dann holen wir uns mal das schöne Stück hier. Perfekt, so. Der Ventilator. Wie gesagt, die Animation brauchen wir uns nicht immer wieder ansehen. Raum 2 hat einen Stern. Okay. Der deinen Namen trägt. Ich sehe alles. Ich weiß alles. Meine Macht kennt keine Grenzen. Und doch ist dein Wille frei. Denn du wurdest erschaffen, um frei zu sein. Dies ist der Grundsatz deiner Existenz, ohne den die Prüfungen dieser Welt keine Bedeutung hätten. Es muss dein Entschluss sein, Erlösung zu suchen. Hallo. Und wieder Laserstoff. Wunderbar. Gewichtverlust. Wie? Nice. Gut. Wir gehen zuerst in den Raum rein. Hat das einen Grund? Ob das jetzt einen Grund hat, warum wir auf den, in den Raum reingehen, ist so eine Sache. Die müssen wir jetzt nicht beantworten. Ja, es hat einen Grund. Und zwar folgendes. Ich zeige euch jetzt ein Easter Egg. Wir markieren das da. Wir markieren den Laser da. Und ganz, ganz klein ist da oben noch ein Laser. Den platzieren wir ganz kurz dahin und platsch. Der Mond bewegt sich. Aber was könnte sich hinter dem Mond verbergen? Ist die Frage. Hinter dem Mond verbirgt sich. Oh, das Aperture Science Logo. Das ist ein schönes Easter Egg. Ein sehr schönes Easter Egg. Da ist sogar die Kugel da aus Portal 2.
Nice. Ist ein schönes Seastack. Erhoben. Außerdem brauchen wir sowieso die... Das hier brauchen wir sowieso noch. Das da. Von daher passt das. Gehen wir... Sagen wir ganz kurz das hier noch ein. Da hören wir noch zu. Ich habe wiederkehrende Träume. Große, leere Städte. Kilometerlange, verlassene Straßen. Ich sehe die Erde vom Weltraum aus. Und alles ist dunkel. Kein einziges Licht kann mir den Weg nach Hause weisen. Aber wenn jemand wirklich von einer anderen Welt käme, wie würde die Erde dann für ihn aussehen? Wie Wildnis? Eine Einöde? Ich glaube nicht. Sogar nach tausenden von Jahren würde er eine Welt sehen, die von uns in jedem Aspekt ihres Wesens gestaltet wurde. Er würde Städte und Straßen sehen, Brücken und Häfen. Und er würde sagen, hier lebte ein Volk von Riesen. Diese Träume machen mir Angst, aber sie erinnern mich auch, dass wir all das erbaut haben. Okay. Nee, da gehen wir noch nicht rein. Wir gehen erstmal hier hin. Ich glaube, hier hinten war das bescheuertste Rätsel. Der Mondmann. Ja, den Mondmann haben wir schon gelöst. Ah, das ist dieses Rätsel. Ja, ich erinnere mich. Und zwar folgendes. Das setzen wir hier rein. Aktivieren das da. Und gehen hier rüber. Fertig. Ja, schweres Rätsel, ne? Sehr schweres Rätsel. Eins von den Rätseln war sehr bescheuert, das weiß ich noch. Genau, das hier. Hoher Boden, das war das bescheuerte Rätsel hier. Bringen wir erstmal die Bomben hier out of sync. Das ist wichtig. Dann können wir die Tür aufmachen und gucken, was da an der Tür ist. Weil, wie du sehen kannst, wie man sehen kann, hier viel Möglichkeit habe ich eh nicht, hier lang zu gehen. Hier ist ein Schlüssel. Ist. Hier ist eine Tür, mit der ich eine Bombe jammen kann. Okay, den Schlüssel behalte ich, wenn ich wieder an die Tür gehen. Perfekt. Dann würde ich sagen, mache ich einmal das hier auf. Komme ich von hier an die Tür ran? Ja, perfekt. Können wir nämlich die Tür, können wir das hier ganz kurz jammen, damit auch hier diese Bomben unterschiedlich lang fliegen. Dann gehen wir hier raus. Dann können wir actually die Tür da aufjammen. Wir könnten tatsächlich auch eigentlich eine Bombe rausnehmen. Oder? Nee, eigentlich. Nee, können wir nicht. Fitz Batman. Aber wir brauchen den zweiten Jammer hier drüben. Um die Tür da zu öffnen. Die Tür noch auf. Und hier brauchen wir noch einen Jammer. Nice. Kindprogramm, Codename 1W Faith endet hier. Logik verehrt den Gestalter für Hashtag. Tag hat danach die Schlange in sein Herz gelassen. Letzter Speicherauszug. Ich bin den Gestalter. Ich bitte den Gestalter um Vergebung, sodass ich mich ihm
im ewigen Speicher anschließen darf. Ich vermute, jemand fand hier sein Ende. Es scheint, als ob wir alle irgendwie verbunden sind, so wie entfernte Verwandte, verschiedene Versionen, verschiedene Serien. Was sind wir? Wen kümmert's? Sei froh, dass wir nicht mehr über unsere mächtigen Gestalter lesen müssen. Freundlich. Okay, die Tür. Actually kann ich die Tür stören. Ich muss bloß herausfinden, mit welchen ich das gemacht habe, weil die gucken beide in dieselbe Richtung. Du warst der Falsche. Du warst es. Dann kann man nämlich mit dir das hier aufmachen. Das ist ein ziemliches Hin und Her hier. So, jetzt dürfen wir nicht drauf gehen. Leichter gesagt als getan. Okay. Nice. Perfekt. So, dann kümmern wir uns jetzt um dieses Rätsel hier. Ich habe das bewusst als letztes genommen. Das Grab. Nice. Weil wie man sehen kann, hey, hier brauchen wir einen Jammer. Okay. Hier sind Dings. Okay, ich verstehe, dass ich diese Siegel sammeln soll. Ich verstehe nur nicht, warum. Klar, die laute Stimme sagt mir, dass ich es tun soll. Aber seine Welt hat keinen Zusammenhang, kein Ziel und kein Fundament, aus denen ich einen Sinn konstruieren könnte. Ich bin mir sicher, dass wir Antworten finden können, wenn wir nur lange genug suchen. Wir müssen zusammenhalten. Sheep gefällt mir. Sheep ist ein super Typ irgendwie gesetzt. Nice. Hier ist das Laser-Ding. Laser-Ding. Dann machen wir das hier mal auf. Was kriegen wir denn noch hier? Hier ist noch ein Laser. Ja, den wir nicht unbedingt brauchen eigentlich. Wir könnten jetzt einfach die Tür aufmachen, nehmen den Jammer und holen uns das Siegel. Nice. Dann jammen wir die Tür hier auf. Holen uns einen dieser Leuchtteile. Dann machen wir die Tür auf. Jammen. Holen uns den Laserdings. Stellen dabei hier hin. Holen uns den zweiten Laserdings. Stellen ihn hier hin. Holen uns neben den Jammer mit. Jammen die Tür auf. Und jetzt sehen wir hier. Oh, ein rotes Laser-Signal. Oho. Gut, dass wir ja vorhin den roten Laser hier oben platziert haben. Dass wir da hinkommen. Das finde ich sehr clever gemacht. Zack. Und her mit den Sternen. Sehr gut. Der PC will wieder was für uns. Ja, bitte. Hier ist, was ich mich gefragt habe, während sie dort draußen Gebote befolgt haben. Sie haben vorgeschlagen, dass das Bewusstsein nicht Teil des gleichen Welt wie normale Materien Dinge ist. Das heißt, man kann es nicht wiegen, kann es nicht um sich werfen oder ein Stück schneiden.
Es ist völlig außerhalb des Gesetzes der Physik, oder? Richtig. Sehr gut. Nun ist die Bibliothek ziemlich konsistent in der Ansicht, dass physikalische Ereignisse durch andere physikalische Ereignisse verursacht werden. Wenn sie ihre Beine bewegen, tun sie das durch die Wechselwirkung zwischen Neuronen und Nervensystem. Aber wenn das Bewusstsein jenseits der Gesetze der Physik funktioniert, wie kann Glück sie körperlich und Freude Luftsprünge machen lassen? Aber wenn es mit Material ist, wieso ist es denn ungleich alle anderen? Das kann es nicht. Es scheint nur so zu sein. Aber wenn das Bewusstsein materiell ist, wieso ist es dann so ungleich allem dem anderen? Lassen Sie mich anders ausdrücken. Das Energieerhaltungsgesetz ist die Grundlage der modernen Physik. Es besagt, dass sich die Gesamtenergie im Universum nie ändert. Vergleichen Sie nun ein Universum, in dem Sie vor Freude Luftsprünge machen. Und eins, in dem sie sich dagegen entscheiden. Erstes hat mehr Gesamtenergie in sich, denn die Energie, die sie zum Springen benötigen, wurde nicht von etwas Materiellem generiert, sondern von ihrem nicht-materiellen Bewusstsein. Aber nach den Gesetzen der Physik ist das unmöglich. Ui, Entschuldigung. Ich denke, dass sie entweder ihre Position überdenken oder die Gesamtheit der Physik verleugnen müssen. Aber seien Sie gewarnt, wenn sich dieser Ort als ein nach Regeln der Physik erbautes Konstrukt entpuppt, woher können wir das wissen, was die Auswirkungen des Zweifels sein können? Ich lehne Physik ab. Was Sie wollen, immerhin sind die Alternativen genau. Ich glaube nicht, dass ich den Betrüger nicht kenne, dass ich nicht sehe, wie er durch die verborgenen Worte kriecht. Seine Weisheit ist leer und entspringt der Verzweiflung. Lass dich nicht von ihm in seinen Netzen der Täuschung verwirren. Glaube an mich und seine Illusionen werden verschwinden, wie Albträume im Morgengrauen. Wie Bewusstsein ihnen schon innig vertraut und noch unverständlich sein kann, verstehe ich nicht. Kümmern Sie sich nicht um ihn. Er macht sich nur Sorgen, dass Sie vielleicht seine Masche durchschauen, wenn Sie zu viele Fragen stellen. Vertrauen Sie mir und es werden Ihnen ganz wortwörtlich nach oben keine Grenzen gesetzt sein. Wie auch immer, ich hätte gerne, dass Sie über all dies noch ein bisschen schärfer nachdenken und sich dann bei mir melden. Ich bin mir sicher, dass wir noch weiterkommen können. Okay. Gut.